Moin Moin und hallo, herzlich willkommen live aus Hamburg. Revi ist neben mir, der beste FIFA-Spieler, den es in Köln gibt. In Europa. In Europa? In Europa, ja. Und du hast gesagt, ey, du willst unbedingt gegen mich spielen. Ich habe mir das groß gewünscht. Ich habe ja damals so einen Wunsch äußern dürfen. Ja, und mein Wunsch war tatsächlich, genau, dass ich halt mit dir FIFA spiele. Ja. Ja. Und jetzt endlich ist es in Erfüllung gegangen, 10 Jahre. Genau, nachdem du dir das gewünscht hattest. Genau, jetzt so langsam. Ich bin auch echt aufgeregt, muss ich sagen. Und du wolltest ja eigentlich gegen mich spielen, aber ich habe gesagt, wenn du schon mal da bist, habe ich keinen Bock, dass wir direkt fronten, sondern ich würde gern, dass wir Koop spielen, zusammen in einem Team, du das und ich. Ist gut, ja. Gegen einfach andere. Gegen andere. Ja. Gegen Randoms einfach. Gegen Randoms. Gegen Randoms. Ja, also das heißt, wenn ihr zufällig auch Liga 5 seid, wir spielen jetzt eine Koop-Saison. Ja. Ihr könnt natürlich jetzt noch versuchen, gegen uns zu matchen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ihr das wollt, weil wir sehr gut sind. Ich persönlich bin sehr stark, ja. Ja, wir sind sehr stark. Du bist Kölner Jung, auch wenn du dich so ein bisschen von Spandau prostituieren lässt, bist du eigentlich Kölner Jung? Prostituieren würde ich ja nicht sagen. Es ist ja ganz klar, dass da einfach meine Leistung eingekauft wird. Das stimmt, ja. Für High-Performance-Gameplay und tolle Unterhaltung. Ja. Und Spandau hat da einfach deutlich mehr geboten als ihr. Das ist richtig. Aber man muss auch da investieren, wo man Defizite hat. Im Bereich E-Sport und Unterhaltung dann, oder? Genau. Skill und Unterhaltung. Und da muss Spandau halt was machen. Ihr habt euch halt Trimax geholt, der ist weder lustig noch gut, also der ist halt einfach aber nur günstiger. Fett. Richtig, aber dafür isst er sehr viel. Ja. Ja. Aber nicht alles. Das stimmt. Der isst nur Fleisch tatsächlich. Das stimmt, der isst nur Fleisch, mit Soße, ja. Nee, ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ja, dann, Dann lass uns mal loslegen. Du, ich habe gerade schon erzählt, du bist Kölner Jung, das habe ich nicht nur gemacht, um dich aus Spandau wegzureißen. Eine Überleitung, ne? Sondern das war die Überleitung, weshalb ihr mit dem FC spielen. Du hast dir nämlich gewünscht, du möchtest mit dem FC spielen, das machen wir auch. Wir sind ein sehr starkes Team. Es ist das stärkste Team. Ich frag der mich, Bundesliga. Warum spielen sie nicht Champions League? Ich weiß es nicht. Ey, ich kann es mir auch nicht, also bei den Bewertungen, die ich hier gerade sehe, Mann, oh Mann, da ist ja alles über 80 mindestens. Absolut. Kratzt an den 90. Ja, also hier. Wir wissen ja, bei FIFA ist 76 der Höchstwert. Ja. Nee, 78 ist der Höchstwert. 80 bei Horn. 80 ist ja der beste 80 ist der Höchstwert bei FIFA. Ja. Ja. Ist der beste Spieler der Bundesliga. Genau. Tatsächlich. Timo Horn. Und jetzt läuft das so für alle, die Controls bin ich raus. Kann ich jetzt schon sagen? Ja, wir haben die gar nicht. Okay, ist nicht schlimm, ey, ich finde mich da einfach ein. Das hier ist passend, das hier ist schießen. Das ist gar nicht so weit weg. Das X ist eigentlich passend. Ich weiß jetzt aber nicht, welche Steuerung wir für dich eingeschaltet haben. Aber es gibt nämlich grundsätzlich zwei verschiedene. Das eine ist die PS-Steuerung von Pro Evolution Soccer. Und das andere ist die FIFA-Steuerung. Die unterscheiden sich in zwei Buttons. Du, das ist. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ich bin das hier. Ah ja, genau. Schießen ist der hier. Den brauchst du nicht, weil du immer mir einfach den Ball gibst. Nee, stimmt nicht. X. Achtung. Geil, ja, das stimmt. X ist passend. War gut, ne? Richtig stark. Ja. X ist passend und das sind schon mal die wichtigsten Sachen. Vier war noch mal treten, ne? Ja, wenn du den Ball nicht hast, ist das so Zweikampf. Und Sprinten ist der analog, rechte analog. Ja, gut. Grätschen? Grätschen ist Kreis. Übrigens aber hier im Rhein-Energie-Stadion, im Schmuck. Sehr schönes Stadion. Wir spielen gegen Everton, England. Ja. Ja, das wird auch ganz gut. Das ist ein Derby. Steht auf dem Ball. Deutsch-englisches Derby. Ja. Du bist blau, ich bin rot. Das ist schlecht. Das heißt, du musst mit X den Anstoß machen. Das ist der untere. Ja, der, genau. Oder bin ich das? Nee, ich bin blau. Hier. Hab ich gelogen? Nee, ich bin blau. Nee, du bist blau. Okay. Und jetzt lassen wir einfach mal die Pille ein bisschen laufen. Jetzt ist einfach mal. Ah, stark. War das ein Schuss? Weiß nicht. Das Publikum hat skeptisch geguckt. Ist nicht schlimm. Einfach, also X ist die wichtigste Taste. Sandalo ist ja nicht da. X ist die wichtigste Taste, weil damit kannst du mir den Ball geben. Wie? Faulig? Kreis. Aber das kann sehr schnell sein, dass du eine rote Karte bekommst und dann sind wir weniger Spieler als die anderen. Und dann wird es echt noch ein bisschen schwieriger. Guck mal, ich habe einen Ball geholt. Ja, ist gut. Also jetzt kannst du dich mal anbieten. Wie wechselst du? Jetzt kriegst du ihn. Oh, warte, zu spät von mir. Dumm von mir. Mit LB wechselst du den Spieler. Ja, habe ich gemerkt. Komm weg. Gib her den Ball. Machst du gut, der. Bedräng ihn. Gut, da. Ja, stark. Alter, du hast richtig Talent, ey. Ich bin ja auch damals Fußballprofi. Ich habe ja auch bei Antalya Sport jetzt unterschrieben. Ja. Ich war ja mit Lukas im Urlaub, tatsächlich mit Poldi. Ja. Und da habe ich bei Antalya Sport dann unterschrieben, tatsächlich. Was, als was? Als Leihspieler erstmal. Wir haben einen 20-Millionen-Vertrag ausgehandelt. Okay. Und ich denke mal, das wird dann reichen für ein Jahr FIFA Ultimate. Oh, das war ein starker Pass! Guck mal so, zack. Ich bin tatsächlich auch nicht so gut. Also ich passe mich an. Dem FC Everton. Oh. Ich kassiere auch ein paar gelbe Karten. Hier ist nichts passiert. Skiri hat hier vom Schiedsrichter die gelbe Karte bekommen. Skiri, also, schreit er da. Skiri, was soll das? Das war doch niemals gelb.
Ja. Das warst du, oder? Das kann man jetzt nicht mehr nachempfinden. Also vermutlich war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das gewesen bist. Oder du. Einer von uns beiden war das. Abstoß. Ich mach mal einfach langen Hafer. Ja, komm mal schön nach vorne rein hier in die Olga. Ich glaube, die Steuerung ist bei mir falsch. Ich glaube, ich habe die FIFA-Steuerung an. Das ist nämlich so ein Religionsding. Entweder du bist halt Revolution-Zocker oder FIFA-Zocker. Und je nachdem, womit du angefangen hast, hat sich dein Gehirn halt die eine Steuerungsart eingeprägt. Ja, einfach mal vorne rausbaust. Ja, das war richtig gut. Bei mir ist es eben die PS-Steuerung. Deswegen hast du gesehen? Ja, das war Torschuss. Hier. Er ist der Torschuss, ja, ne? Aus 40 Meter Sendung, so wie Ivanisevic, sag ich mal. Ibrahimovic. Damals gegen England. Kennt ihn. Bei diesem legendären Spiel, als er 3 Tore gemacht hatte. Da hat er auch so ja, schön bedrängen, jetzt komm. Mach mal hier ein bisschen ja, Druck, der will abpassen. Ja. Ah, da hab ich jetzt irgendwas verhindert. Presse ihn ran da. Schön ran pressen, pressing, ja. Pressing. Pressing. Kannst wichtiges du hier Wort. Englisch, das ist wichtig, weil unsere ausländischen Spieler, die sprechen nicht so gut Deutsch. Und dann kannst du mit Pressing, wissen die dann auch, was gemeint ist. Ich bin da, ich bin da. Ich bin weg. Ich bin raus. Stark, Kopfball. Hier, Ball kommt zu dir. Hast du stark. X. Immer X suchen. Ja, da kriegst du ihn, bitte. Mach was draus. Stark, schön in den Lauf gepasst. Sehr schön. Langer Hafer. Ach nee, ich muss die Steuerung umstellen. Es tut mir leid. Du hättest mir passen müssen. Ja, das stimmt. Gepasst, ich hätte den reingeschossen. Aber die Steuerung. Ich hätte den Ball einfach reingeschossen. Ich weiß, dass du ihn reingemacht hättest. Gegen echte Menschen. Ja. Das ist peinlich, wie schlecht der ist. Das ist unglaublich peinlich, wie schlecht du bist. Wenn das einer aus der Community ist, du sollst dich schämen. So. Ich hasse diese anderen Leute, gegen die wir spielen. Boah, ey. Das ist einfach nur unangenehm. Das ist einfach nur super, super unangenehm. Achso, du musst auch noch Spiel fortsetzen drücken. Klar. Das wusste ich. So, ich glaube, dass du auch die FIFA-Steuerung hast. Also bei dir ist Schießen dann der da. Schießen bei dir. Das weiß ich nicht. Ja, das sage ich dir jetzt. Der müsste dann Schießen sein. Klar. Mhm, ja. Das werden wir dann sehen. Das werden wir sehen, wenn du mal allein aufs Tor läufst und dann. So, komm. Wenn wir fertig sind, mein Freund, dann bist du richtig guter FIFA-Spieler und dann wirst du das wahrscheinlich nur noch streamen. Boah. Da outplayed haben die uns. Reingrätschen. Ja, hier bitte. Bringt nichts. Da ist die Pille. So, jetzt geht's los. Komm, hier, pass. Ja, schön nach vorne. Das war. Ja, ist egal. Warte mal, wenn jetzt hier Schießen ist, ne? Ja. Dann ist das doch Pass. Ja, genau, das ist Pass. Ja, da habe ich doch gerade gedrückt. Nee. Doch? Den hast du nicht gedrückt. Da habe ich gedrückt. Die kommen ja. Pässe kommen nicht hoch. Wenn du X drückst, sind es immer Flachpässe. Star! Oh, hätte ich beinahe stark gesagt. Ich wollte. Ist nicht deine Schuld, oder? Ich hab's mir zur Aufgabe gemacht, dich zu trainieren. Und wenn du versagst, hab in erster Linie ich versagt. Absolut. Du hättest doch auf Horn gerade switchen müssen eigentlich. Horn ist so kacke, das ist insane. Horn ist echt. Die haben doch jetzt auch Zieler gekauft vom Sonst. So, warte mal, pass auf. Das wird jetzt schießen hier? Passen, das ist passen. Schießen ist bei dir dann der, ja, ich sag's. Der da. Guck hier, schöner Pass. Guck mal, jetzt kriegst du einen harten Pass. Weißt du was, ich geb dir noch einen Pass. Hier, komm. Das passt, oder? Das passt, du hast den Ball verloren. Ja, okay, ich nehme die Schuld auf mich. Komm, den grätschen wir. Einfach hin. Warte. Direkt da. Warte. So, hier. Go FC. Was ist so der beste Gesang, den der FC hat? Come on FC war es damals. Come on FC. Der hat mir den Ball weggenommen. Ist nicht nett. Hier, da. Bitteschön. Und ich passe direkt weiter. Achtung. Ja, hier. Stark. Wir machen mal ein schnelles Passspiel. Hier, zack. Dafür ist der FC doch berühmt, oder? Für schnelles Passspiel und gute Spieler. Alter, das gibt's noch nicht. Und eine tolle Hooligan-Kultur haben wir auch. Ja. Ah, FC ist schon cool. Wie nehme ich denn den Ball jemand ab? Auch mit X? In erster Linie mit einem guten Stellungsspiel und dann mit, in deinem Fall ist das. Die machen uns lang. Ja, das Schlimmste ist, die freuen sich jetzt. Die denken jetzt, die sind voll gut, aber es sind voll die Lullis. Und jetzt kriegen die ungerechtfertigtes Selbstbewusstsein. Das kann ich immer nicht ab. Einfach erstmal mit X machst du erstmal alles. Ah, das ist doch ein Foul. Ja, jetzt X mich. Lauf durch. Und dann Viereck. Ja, ne? Ja, geil. Ja, das ist super. Hätte ich mega. Weiter. Wie dribbel ich denn? Mit Dreieck? Ein Dribbeln mit dem Analogstick. Einfach da, mit der Bewegung. Also so, stell dir vor. Passspiel. Du hast den Ball wieder verloren. Ja. Komm jetzt rein da! Oh, faul war das aber vorher. Ey. Faul. Pass auf, wir machen jetzt eine Variante. Du passt mich hier mit X an. Vergiss, was du da siehst. Sicher? Ja, passt mich einfach. Warte. Ich bringe mich in Position. Und dann passt du mich jetzt an mit X. Ich drück einfach nur X. Ja, längst auf mich. Mit dem roten Dreieck. So? Ja, mit X. Und jetzt kriegst du ihn direkt zurück. Ah, oh, Mist, der kam eins zu weit. Da hast du reingekackt, oder? Ja, ich wollte dann direkt ihn wieder auf dich ablegen, dass du dann ihn reinwämmst. Aber das hat nicht funktioniert. Ist nicht schlimm. Wir machen gleich noch ein paar Tore. Passe.
Natürlich jetzt auch mit dem FC zu spielen, das ist auch eine Idee, die ist natürlich jetzt auch gewagt, sag ich mal. Ne? Also, ah, stark! Ganz stark getackelt. Hier, kriegst du ihn wieder. Da, zack, stark. Ja, oh, das war, ja, Marin, schießt, schießt, schießt. Ja, wie schießt man denn? Ja, jetzt willst du es wissen. Bei dir müsste das der sein. Der Digga, okay. Aber ja, das war richtig gut. Weiß ich nicht. Du stehst allein vom Tor und hast natürlich, dann wusstest du natürlich jetzt nicht, aber das war gut. Hey, Digga, das man sieht, dass du Talent hast. Da sollte man auf jeden Fall mit arbeiten. Aber da passt ihn jetzt rüber, ne? Dann kannst du nichts machen. Huch, wo laufe ich denn hin? Hab ich. Ja, super, mega. Sind die dumm. Hast du gesehen, wie dumm die sind? Ja, die sind insane. Insane stupid, wirklich. So. Ah, in den Lauf? Ja, nicht ganz funktioniert, ist nicht schlimm. Ja, Timo Horn ist Legende. Ist immer Nummer 1. Wenn Timo Horn aufhört, werden die die Nummer 1 nicht mehr vergeben. Ich glaube auch. Die hängen die ins Stadiondach. Ich mach mal einen langen Hafer. Das sieht aber wirklich nach einem originalen FC-Spiel hier gerade aus. Ja. Wir sind authentisch, das stimmt. Ja, stark, hast du gut gemacht. Lauf durch. Lauf. Oh, fast. Und wir pressen ihn tot. Modest ist ja auch eine Pressingmaschine. Ey, ja, es ist insane, wie der hier spielt. Das ist oh. In China durfte der ja nicht pressen, da gibt es ja keine Pressingfreiheit. Das ist pressefrei, was du meinst, aber der Witz ist angekommen. Ja. Hab geschossen und gepasst. Passt direkt. Das passt. Da, ja, oh, stark. Ja, ey, aber, das war ein Foul. Das war ja wohl, also das ist ja wohl eine Farce hier. Ja, wir haben ihn wieder, wir haben ihn wieder. Ja, und direkt nach vorne, ja. Ich laufe, Modest, lauf! Jetzt mach ihn, lass das rein! Ja. Wie schieße ich denn? Ja, mit dem Lümmel hier! Ach, immer der hier, ne? Nein, nur den Lümmel! Ach so, ich muss mal hier. Du musst auch zielen dann mit dem Analogstick. Boah, Alter, ja, natürlich schwierig. Zwei gute Chancen vergeben? Ja, ist nicht schlimm. Wir gucken nochmal bei der Steuerung bei dir jetzt mit rein, ob das auch tatsächlich der Schlussknopf ist bei dir. Eventuell ist das auch nicht so, aber das ist so schwachsinnig, als ob der FC Everton Fans hätte, die keine schiefen Zähne hätten. Das ist bei das Engländern, nicht. Oder? Ja, also. Ja. No, nee, klar, passt. Die sind alle eingekauft. Torschüsse hatten wir 7 Stück. So, geh mal auf Weiter bei dir und dann gehst du mal auf Einstellung. Bitte? Einstellung unten. Mhm. Rechtssteuerung anpassen. Natürlich. So, und jetzt gehen wir mal L2 oder R2. Okay, du hast schon diese Alternativsteuerung. Das kann ich natürlich nicht ahnen. Okay, dann ist bei dir der Schuss. Der war richtig immer gemacht. Ja? Aber der hat ja keine Power gehabt. Okay, dann hast du nicht lang genug gedrückt, ne? Ja. Okay. Du musst ihn sozusagen aufladen, den Schuss. Okay, aber dann stimmt das. Dann ist das bei dir Schuss. Und der andere dann ist halt eine Flanke. Aber das brauchst du erstmal nicht passen und schießen, das ist das Wichtigste. Aber du machst das schon sehr gut. Wir haben zwei richtig, richtig starke Chancen gehabt. Die ich versaut habe. Verstehen. Du hast nicht versaut. Das ist Learning, weil jetzt weißt du es. Der kann nicht über die Mittel legen. Der traut sich nicht. Ja, ist verboten. Jetzt geht's. Stark und wieder einen Ball abgeknüpft. Das war richtig legal. Oh. Da hast du dich hier. Mit X machst du einen Wurf. Ja. Ich stehe frei. Ich bin hier bereit. Hab ich? Ja, stark. Ah, ich wollte den direkt durchlegen. Komm her. Kopfball. Wie hätte ich dann runterziehen müssen? Ne, da konntest du nicht viel machen, nee. Weil vom Winkel her Achso. Hattest du etwas Rücklage. Da konntest du nicht viel mehr machen. Aber wir haben unsere Momente hier. Das war richtig gut. Marschieren hier nach vorne. Der will ihn wieder in die Mitte machen, das ist klar. Ja, Timo Horn! Der Horn ist unbesiegbar. Das ist unser Torwart, ne? Oder? Das ist unser Mann, unser Torwart, unsere Legende. Immer Timo Horn, da ist er wieder, pass auf. Da. Ah, knapp. Es ist doch stark, hast du? Ja! So, jetzt haben wir mal ein bisschen. Okay. Ey. Das gibt's doch nicht, ein Foul. Digga, das war doch wohl ein Foul! Ja, klar war das ein Foul. Holy shit! Stark. Abgefälscht. Ganz stark.
geiler Krückenfußball hier. Richtig geiler Krückenfußball. Ja, aber wir kommen noch ran. 22 Leute da stehen da vorne drin. Keine Nein. Struktur zu erkennen. Gar nichts. Alles nichts. Ist, aber so ist das halt in Liga 5. Das ist nur zum Reinkommen. Das Horn! Ist jetzt, mal wieder ganz stark hier gespielt. Wirklich. Also einfach eine Maschine. Ja, Gegner haben auch. Kannst du jetzt mal bitte ein Tor machen? Du bist gut. Ich mach jetzt. Ja, wir spielen mit Köln. Ich weiß nicht, wie ja, du kannst dich auf die Mannschaft schieben, Alter. Ich performe genauso wie du hier fast. Das ja, geht aber nicht. Du kannst auch nicht Formel 1-Fahrer auf den Catcar setzen und dann sagen, jetzt du bist du Hammer. Also jetzt, bitte jetzt das hier. Ist halt auch eine andere Sportart dann, das, mit dem FC. Das ist halt, guck mal, ich bin als HSV-Fan, kann ich das doch auch ehrlich zugeben. Das ist halt eine andere Sportart. Du würdest lieber mit dem HSV spielen. Weil die Mannschaft besser ist. Ja, nee, ja. Also die befinden sich in ähnlichen Sphären, würde ich mal sagen. Oh, das war jetzt gefährlich. Wir haben gewonnen! Die sind rausgegangen, weil sie an Timo Horn verzweifelt sind. Warte, dürfen wir das? Ja, wir dürfen mit anfassen. Wir haben Backstage auch schon geknutscht. Easy. War ein Win. Win. Eins war ein Win. Mega und das nice. Bei so einem geilen Fehlpass gerade noch. Oder? Ja. Da haben die so. Ja. Die Frustration war so. Alter, wie nice. Die wussten, ey, Horn hält ihn und gehe ich lieber raus. Stark. Also erster Sieg. Ich muss dich direkt neu einladen. Geil, Alter, das hat echt keinen Spaß gemacht. Lass uns ein anderes Team nehmen. Ja, wen willst du denn? PSG. PSG Paris? Ja. Den Scheichklub? Ja. Okay. Magst du nicht? Ich hasse Paris. Ja, ich finde, also, das Team hat halt keine Philosophie, keine Seele. Ja. Das macht so stark, weißt du? Das ist einfach seelenlose Fußballer. Ja, das ist wie so ein Roboter, ne? Ja, wirklich, die funktionieren einfach. Zack, 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 zack. Da sind 300 Millionen stehen da am Feld oder sowas. Wahrscheinlich sogar mehr, 350, 60 oder so. Allein Neymar hat jetzt 220. Neymar ist 220, wollte ich gerade sagen, das kommt gar nicht hin. Wahrscheinlich sind es 800 Millionen? Marktwert? Ja. Wahrscheinlich irgendwie sowas in den Dreh. Ja. Da sehe ich uns, da sehe ich uns mit PSG. Ja, okay. Und dann kloppen wir aber schön auf so einen richtigen Dorfverein aus Deutschland ein. Na gut, aber du würdest nicht. Das Problem ist, es gibt ja ein Matchmaking-System. Und wenn wir PSG nehmen, das ist oberste Kategorie. Das heißt, wir spielen entweder gegen Manchester City oder Bayern oder gegen Real oder Barca oder Liverpool oder sowas. Ja. So dass wir natürlich schon auf den Sack kriegen. Aber es ist egal. Du möchtest sie, du kriegst sie. Nee, 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 warte mal. Dann lass uns doch mal lieber. Was haben wir. Ah, PSG. Ja, können wir machen, aber dann kriegen wir natürlich auf den Sack, ne? Ja, ist egal. Also, es ist ja nur fair dann. Was haben die. Egal. Schon das Blaue. Was haben die denn hier für ein. Für eine Mannschaft. Einmal kurz mal reingucken. Mbappé halt auch sehr stark, ne? Mbappé von Icardi Maria Neymar spielt da links außen, alles klar. Ferrari, Mbappé ist ja erst der 19, ist der, ne? Oder ja, ich 20? Glaub, der ist schon 20 oder 21. Das ist Wahnsinn. Ist, ja. Ich weiß nicht, ich bin ja mit dem zusammen zur Schule gegangen. Ja, wir waren ja, war ja mit dem 2 Jahre zusammen. Deshalb wissen viele gar nicht. Ja, da kennen wir uns ja. Ich war ja mit seinem Bruder zusammen. Die Maria ist übrigens keine Frau. Auch wenn es die Maria heißt. Ist ein Kerl. Verarscht mich jetzt. Doch, tatsächlich. Aus Schubert-Hulting, Hamburger Jung, in Hamburg geboren, glaube ich. Der kommt mal mit für Rico. Rico ist doch, wer will, was ist mit Rico los? Ja, ist Rico. Stimmt eigentlich mit Rico nicht. Okay, dann spielen wir jetzt mal. Neymar hat 92er-Rating. Ja, schlecht, schlecht, oder? Richtig, richtig schlecht. Was ist das beste Rating in-game, weißt du es? Ist es Neymar? Nee, ne? Nein, wahrscheinlich Messi oder Ronaldo, immer noch. 93, 94? Ich spiele jetzt einfach so, wie es ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich spiele nie mit denen. Aber Mbappé hat ein 89er-Rating schon in dem jungen Jahren, ne? Ja, also. Also es wird wahrscheinlich noch hochgehen. Es gibt ja auch Spieler, die, bist du da, die haben in dem Alter schon ihren Zenit, ne? Das kann gut sein, so. Mario Götze zum Beispiel. Gut, Mbappé hat aber dann schon locker ausgesorgt, denke ich mal, ne? Ja, kommt drauf an, was du willst mit deinem Leben. Also wenn du sagst, mir reichen 200 Millionen Euro, dann hat er ausgesorgt. Aber wer gibt sich schon mit 2 Millionen Euro zufrieden? So ein Ding ist das nämlich. So. Daneben geschossen? Ja auch. Also das kannst du mal schießen üben, genau. Wenn du mehrfach drückst, macht er. Nee, der macht ihn, glaube ich, gar nicht mehr flach. Oder macht er ihn noch flach? Nee. Aber immer so, da sind ja. Unten ist immer so ein Schussbalken und der muss ungefähr so. Wir spielen gegen Frankreich selber. Das macht Sinn. Ja, dann haben wir die jetzt weg. Okay, pass auf. Frankreich kann nichts, das sind wirklich Loser. Ganz anderes Spielgefühl hier schon. Nee, bauen wir mal in Ruhe auf. So. Da war die Lücke. Ja, schade. Mut zur Lücke, sage ich immer. Schön gesehen. Geh mal mit. Ja, alter Schwede, hast du gut gemacht. Ah, Mist, den krieg ich nicht, weil der so, weil der Icardi ist zu langsam. Stark. Hast du, ja. In Lauf, in Lauf, in Lauf. Komm, komm, komm. Jemand gewinnt. Ja, hast du ihn gut gemacht. Ah, fast. Aber wir haben die erste Ecke, oder? Nee, Abstoß angeblich. Habe ich aber gut rausgespielt, oder? Hast du richtig gut gemacht. Der Loris hier. Du wirst immer besser mit jedem Spiel. Ich weiß nicht mal, was ich tue. Das ist geil. Aber weil du es instinktiv richtig machst. Und das kannst du nämlich nicht lernen.
Intuition. Ja. Ganz, ganz stark. Timo Horn. Mal wieder. Mal wieder in Bestform. Legende. Ja, habe ich ihn berührt? Ja. Nee, das ist... Ich glaube, wir haben auch leicht ein Delay hier irgendwie. Maria ist auch so schnell, das ist insane. Ja, aber der ist halt nicht so schnell wie ja. Mbappé. Mbappé ist oder Wahnsinn. Simon Terodde ist auch schnell. Schön geklärt. Haben wir ein bisschen Platz, aber Alter, der Neymar ist auch nicht langsam. Hast du Champions League-Finale geguckt? Natürlich. Abseits, warte. Mist, immer abseits. Was? Wieso kommt der denn nicht an? Das ist immer ein Bug. So, ich habe ihn rausgekatzt. Hast du, stark. Nochmal weiter. Ja, ja. Double Pass. Schön. Oh, gut. Ja, wie, nee, war scheiße. Ja, hätte auch nochmal nach oben passen können. Ja. Aber das. Zu gierig. Naja, super, das war gut. Schuss ist Schuss. Ist ein hoher Pass. Ja, sehr schön, sehr gut. Ja, kann man machen. Hab ich geschossen? Ich war ja passen. Das, nee, das war ein Schuss. Alles gut für die Statistik. Man kann bei FIFA wohl auch Momentum aufbauen. Oh. Hier krieg ich keinen Spieler. Hallo? Boah, scheiße. Boah. Ah, stark. Warst du für die Bayern im Finale? Nee, tatsächlich nicht. Ich will den nicht noch, ich wollte den eigentlich nicht nochmal ein Triple gönnen, weißt du? Ja, aber ich wollte Paris das nicht gönnen. Ich finde das irgendwie. Ich habe ein Fahrrad von Paris. Du kennst ein Fahrrad von Paris? Nee, ein Fahrrad habe ich von Paris. Ein Fahrrad oder ein Fahrer? Ein Fahrrad. Pass, komm mit drüber hier. Ja, der ist drin. Nein, Cloud, schieß ihn. Ja, fast. Das dauert, aber wir haben definitiv ein Delay. Jetzt ist es an dir. Ja, kein Problem. Alter Schwede, bist du eine Defensivmauer. Schon nicht schlecht. Ach, Digga, Mann! Haben wir? Gelogen? Doch, haben wir. Boah. Schade. War das ein Schuss wieder? Ich weiß nicht, was es war. Ich konnte es nicht zuordnen. So, einmal auf die Ränge geprügelt. Muss mal hier. So, haben wir. Stark. Oh, schade. Immer nachsetzen. Niemals verloren geben den Ball. Den hol ich mir. Schön. Bei denen fällt gar nichts ein. Wir haben sie an den Eiern. Komplett. Und dennoch. Oh ja! Nein, der Torwart aus. Das ist natürlich schade. Ah, schade. Komm, schnell spielen. Gib mir die Pille. Ach, uns ausgedribbelt. Ja, ja, das war wichtig, damit wir jetzt Gegenpressing machen können. Counterpressing, das sogenannte, ja. Guck, jetzt haben wir sie richtig da, wo wir sie wollen. Ach nee, was habe ich denn gemacht? Also ganz klar, also jetzt mal ehrlich. Die Szene würde ich aber gerne noch mal sehen hier. Das ist echt so albern. Na, hast du, rauf da? Da haben wir jetzt geht die Post ab. Ja, schön Doppelpass. Ja, Doppelpass hast du verinnerlicht. Klar. Oh, was war das denn? Ja, ich wollte ihn rüberstecken. Ganz klares Foul. Ganz klares Foul hier. So. Aber die wissen nicht, was sie machen sollen gegen uns. Denen fehlt völlig die Idee. Sie kriegen die Spieler nicht. So, jetzt können wir noch mal ein bisschen hier den Raum nutzen. Ah. Ah, da stand keiner vorne. Ah, auf da. Oh, oh! Hat mich ausgedrückt. Ja,
Ja, das war Pech einfach. Nee, der hat mich ausgetimmelt. Ja, aber mit also. Glück. Mit Glück. Auch noch Coman, der macht auch keine Tore. Spielt gerade Mbappé gegen Mbappé, oder? Mhm. Perfekt. Hast du, genau, drück nochmal. Hast du aus Wut Start gedrückt? Nee, warum? Manchmal macht man das ja so, dass man aus Wut einfach Start drückt. Was passiert, wenn ich Start drücke? Dann geht er ins Pausemenü. Und jetzt ist ein Countdown. Ja, das ist immer das Nervigste. Das Weil ich hab dem jetzt das Momentum rausgenommen, oder? Ja. Das ist, das ist wie eine hier Timeout. Timeout bei Counter-Strike. Ja. Wahnsinn. Jetzt immer das Comeback wirklich. So was, dass man den du musst jetzt mal ein Tor schießen. Ja, gib mir den Ball, ich hau ihn rein. Weiß ich nicht. Ich wollte ja bislang, habe ich ja immer gedacht, so, ich gebe dir immer den Ball, weil wie willst du es sonst lernen? Ja. Aber jetzt ist es tatsächlich an der Zeit, gib mir den Ball und dann mache ich das mal gleich. Ich drück einfach nur X, ich passe. Ich passe dir das Ding rüber. Ja, okay. Weil erstmal passe ich dir den zu, ja? Und jetzt passe ich dir den zurück, pass auf hier. Da war mir das eine Idee zu früh. Ja. Der kleine. Also das ist jetzt hier, wie er jetzt hier anfängt. Da ist keiner. Ja, einfach nur weg damit. Ach, Panikmodus. Wieso schon wieder Pause? Guck mal, das mache ich, ne? Da haben die schon wieder Pause angemeldet da oben. Ist doch eh gleich Halbzeit. Was ist denn los mit euch? Das ist immer so, weißt du, dann kommt die Mutter mit Keksen rein und oder so und irgendwas. Oder, oh. Wie kann das denn jetzt sein? Ich war doch da. Ich hab doch alles gemacht. Ich war doch da, Mutter. Wo ist das denn ein Foul? Herr Schiedsrichter, jetzt kommen Sie mir mit der Gelb. Das ist ja so albern. Und jetzt wird auch noch eine Pause und dann kommt gleich noch die Halbzeit. Was ist los mit den Kids von heute? Peinlich. Du bist auch ein junger Kerl. Kannst du mir das mal erklären? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, was hier los ist. Jetzt müssen wir hier quasi fast eine Minute einfach. Aber das ist egal. Da können wir ein bisschen über dich reden. Über deinen Werdegang. Weil ich rufe dich mal eben an. Ja. Was ist deine Nummer? Das 187. Bande, genau, richtig, genau. Ja, perfekt, ja. Erzähl's mir. Ja, ich wollte noch mal fragen, wie ist denn so dein Werdegang? Mein Werdegang, warte ganz, ich mache Lautsprecher, ist so gewesen, dass ich damals tatsächlich extrem viel Langeweile hatte und dann gesagt habe, ich spiele jetzt einfach und lade es hoch und jetzt sitze ich hier und frage mich, was das eigentlich soll. Okay, warte, kannst du später weitermachen? Dann hör mal auf, zu reden. In der Halbzeit kurz. Gleich. In der Halbzeit kannst du die Geschichte fortführen. Boah, der ist wie zu weit gelaufen, aber wir haben auch einen Leck, Alter. Hab ich! Ja, stark, also richtig gut verteidigt. Nach vorne, gleich Halbzeit. Dann nehmen wir den Faden, so, jetzt nehmen wir den Faden wieder auf. Also, pass auf, ich versuch's mal zu übersetzen. Also, du wusstest nicht so, wohin mit deinem Leben? Nee, das stimmt nicht. Ich war in der Ausbildung. Du wusstest genau, Immobilienkaufmann habe ich gemacht. Du warst im Immobilienkaufmann. Genau. Du wusstest genau, wo du hin wolltest, genau. In die Immobilien rein. Ich wollte in die Immobilien rein, um die zu verkaufen, Und dann? Bin ich da reingegangen in die Immobilien und hab dann gemerkt, bin ja auch ganz lustig, dachte ich, und hab das dann hochgeladen und das hat dann ganz gut funktioniert. Scheinbar. Ja, klappt doch. Das ist eine sehr interessante Geschichte, ne? Eigentlich. Nee. Nee? Ehrlich gesagt, nee, weil viele Leute fragen sich das. Die meisten jungen Leute wollen ja heute so YouTuber werden oder so. Absolute Scheiße. Oder? Würde ich nicht machen. Ich würde sagen, die sollen das machen. Meinst du? Ja. Ja? Einfach mal los? Ja. Aber jeder soll einfach YouTuber werden. Nee, aus ganz Deutschland. Wieso denn nicht? Weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Weiß ich wirklich nicht. Das Land der YouTuber. So ein, das, wir müssen es ja dann auch auf Englisch machen. Ja. Um das zu internationalisieren. Und dann, wir sind der Exportland. Wir exportieren YouTuber. Ja, wir exportieren einfach YouTuber. So wie Schweden. Ja, genau. Warum sollen wir das den Schweden überlassen? Stimmt eigentlich. Ey, fuck, der hat da so ein Loch reingespielt gerade. Guck mal hier. Lazy. So, zack jetzt. Oh. Ja, ich dachte, der eine blau, das ist aber Schiedsrichter, ne? Das kann immer mal passieren. Ja, das gibt keinen. Hock, läuft. Oh. Hey, Digga, what the fuck? Ja, kein Problem. You can do it. Zack. Ich wusste wirklich nicht, dass du Immobilien. Oh, das ist unser Ball, das ist nicht abseits. Gib ihn mir. Ich weiß nicht, was ich vorne mache, ich bin nervös, Alter, wirklich. Ja, ist das gar kein Problem. Ich habe da X gedrückt, aber er passt halt nicht. Du musst auch lenken dann, ne? Ach, den Pass muss ich ja mal lenken. Ja, du musst auch dann hinlenken, wo er hin soll. Nicht einfach nur X drücken, der Computer macht es nicht für dich alleine. Scheißspiel. Ja.
Aber das ist interessant, ey. Aber warst du wirklich so Immobilienmakler? Weil ich finde ja, ohne dich jetzt persönlich zu kriegen, weil du bist ein echt ein klasse Kerl, aber so Immobilienmakler per se finde ich echt scheiße. Ja. Weil die wollen Geld für Sachen haben, das ist eine Frechheit. Ich meine, die wollen 20%, wenn du ein Haus kaufst und ich kaufe ständig Häuser. Ey, jetzt hier! So, dann wollen die dann 20% haben. Dann denke ich mir so, warum, so für was die, denn? So hoch ist die Maklerquotage ja nicht. Also ich weiß ja nicht, was für Leute du dann da immer... Ja, also... Keine Ahnung, wann habe ich zuletzt ein Haus gekauft? Auch schon eine Weile, letzte Woche. Oder so. Seitdem hat sich vielleicht auch ein bisschen was geändert. Ja, der Markt ist ja ständig in Bewegung, sag ich mal. Ne? Nee, aber ich finde das immer Fall, die machen ja nichts. Also, was macht denn ein Markt, dass das Recht fährt? Inserieren das und alles. Ey, wir können jetzt. Ja, die inserieren, Alter. Das ist die inserieren das, die gehen hin und setzen den Kaufvertrag ja auch. Also, schon einiges mit dem Notar zusammen. Schon nicht ungerechtfertigt, sage ich mal. Jetzt haben wir ihn. Ja. Weil wir so gut sind. Geil, ey. Geil! Traumpass von dir. Hier. Der Bildschirm wackelt. Das war Icardi, ja, weil wegen der Fans. Wegen der Erosion. Ja. Die schiere Gewalt in diesem Schuss. Ja. Tolles Tor, wirklich. Also, ehrlich. Haben wir gut gemacht. Ich bin immer wütend dann, wenn ich so sehe, was die immer so haben wollen. Und dann denke ich mir so, warum, ey? Für was denn eigentlich? Kauft euch doch eigene Häuser, verkauft die. Ihr Penner. Ja, aber das hast du ja offensichtlich auch gedacht, sonst wärst du ja nicht YouTube-Star geworden. Was mach ich denn hier, bitte? Oh. Shit. Was hab ich denn da jetzt wieder Shit. Das war ein kleiner Prank. Haben wir ihn. Dranbleiben, heiß bleiben. Jetzt sind die richtig nervös. Weißt du, woran du bei FIFA fragile Egos erkennst? Woran? Wenn du ein Tor schießt und dann fangen die an, so ganz hochnäsig so rumzudribbeln und irgendwie nur noch so für die Galerie zu spielen, wenn du merkst, okay, die kommen damit nicht klar, dass sie gerade einen kassiert haben. Hättest du mir da vorne gegeben, wäre der drin gewesen. Ja, da war leider ein Knäuel. Da kam ich nicht vorbei. Alter, das ist ja so schlecht. Wie hat der den jetzt? Mach sie. Was ist der? Gestolpert. Oh, den darf er nicht in die Hand nehmen. Gib ihm Druck. Na. Haben wir unser. Ja, stark. Okay, das hat nicht geklappt. Verlierst den Ball dann doch in den wichtigen Situationen. Ja, ja, ist der Ball dann immer weg. In den wichtigsten Situationen. Haben wir. Stark. Jetzt nochmal unten. Ah. Fast gut. Wir können noch gewinnen. Wir sind natürlich jetzt kein mehr fangen hinten. Oh, hast du? Du bist das. Uff. Dicke Pfosten. Schau mal raus da. Dicker Pfosten. Dicker Pfosten, zum Glück. Zum Glück einen dicken Pfosten gehabt. Ja, willst du was auch wissen, ne? Ja. Aber ist ja für dich so als Kölner eigentlich immer ganz geil, wenn die Gamescom ist. Du kannst zu Hause pennen. Ja, das stimmt schon. Das ist nicht schlecht. Was ist das immer so ein riesen Aufwand? Au. Oh, das haben wir ein bisschen Glück gehabt. Auf. Oh. Rückpass. Verwirrend. Hättest du haben müssen. Hätte ich haben müssen, ja. Aber wir haben ihn wieder. Hast du? Ja, bleib drauf. Stark. Schöner. Ja. Hast du rein? Ja, da ist das Ding! Ey, wie sind die besten FIFA Bros hier? Lass uns einen eigenen Kanal aufmachen, die FIFA Bros. Sehr schön. FIFA Bros. Ja, da sehe ich uns, Wahnsinn. Ja, das funktioniert doch ganz gut hier. Machen wir die weg. Zweiter Sieg ist incoming. Ist wahnsinnig, wie viele Leute unser Trikot anhaben. Das sind alles Auswechselspieler. Ja. Was? Das ist jetzt durch Corona, haben die das erlaubt, dass mehr Auswechselspieler verbannt sind. 90.000. 90.000 Auswechselspieler. Da ist er, komm. Der spielt mich hier in Grund und Boden. Also bitte. Du hattest ihn doch. Aber das war albern, ne? Das wirklich, das ist peinlich, was der hier macht. Können wir noch irgendwie mit dem in den Voice-Chat ein bisschen flamen? Ja, ich wünschte, das geht, glaube ich, nicht. Nochmal eine Ecke? Ja, aber es ist nicht schlimm, weil Ecken sind auch Kontermöglichkeiten von uns oft. Nee, ach, das ist schon das. Ich mach mal langen Hafer richtig nach vorne. Prügel den Ball. Hast du? Nee. Dann musst du zum Kopf voll hoch, mit der Schusstaste oder der Passtaste. Ja, so gut bin ich da noch nicht.
Stark, Alter. Hinten bist du richtig gut schon. Bin ich immer gut. Ja, hast ein Gespür dafür, auf jeden Fall. Ich war auch früher Abwehrspieler tatsächlich. Als ich Fußball gespielt habe, war ich immer eher Abwehr- oder defensives Mittelfeld. Wie lange hast du Fußball gespielt? Boah, ich glaube bis D- oder C-Jugend muss es gewesen sein. Seit F-Jugend, mit F-Jugend angefangen? Ja, so Bambini halt damals schon. Und warum hast du aufgehört? Weißt du das noch? Leistenzerrung, ich war ja dann damals, na klar, schon hoch eingekauft. Nee, ach, irgendwie glaube ich anderen Sportarten und dem Trinken mit Freunden gewidmet. Was? Mit der C-Jugend schon? Ja, ja, wie alt ist man da? 9, ne? Ja, das ja irgendwie so, ne? Ja. Ja. Ja, aber man muss ja früh anfangen, ne? Gerade auf dem Dorf. Komm nach vorne, jetzt hier raus. Komm jetzt nicht mehr hier. Keine Zeit mehr hier. Wir müssen jetzt hier mal nochmal zum Angriff. Ja, wir haben jetzt wirklich eine gute Position. Hier Mitte rein. Was? Was ist das denn? Da steht ja keiner. Nee, du musst ja, wolltest ja auch in die Mitte spielen. Ja, hab ich doch gedrückt auch. Manchmal macht es das Spiel, ist nicht meine Schuld. Nee, das ist tatsächlich nicht. Oft ist es bei FIFA wirklich nicht die eigene Schuld, sondern die Schuld des Spiels. Guck mal, ich habe ihn erarbeitet. Wir haben ihn. Gut. Ja. Ja, Alter, das ist der Sieg. Wahnsinn. Zwei Siege, zwei Spiele. Das ist stark. Das ist wirklich gut. Wir sind ein extrem starkes Duo hier, ja, muss man sagen. Ne? Hast du auch mal Fußball gespielt? Ja, ich habe auch mal Fußball gespielt, ja. Und warst du auch gut? Nee, war nicht gut. Ich, ja, gut war ich auch nicht. Also auch wirklich nicht. Aber Spaß. Aber es hat Spaß gemacht, weil wir hatten immer, ich habe wirklich von der F-Jugend bis zur Herren alles durchgemacht und wir hatten immer dieselben Leute. Mhm. Wirklich komplett über 10 Jahre oder was. So, das ist nice. Richtig nice. Also wir waren, bei uns war es immer, wenn ich jüngerer Jahrgang war, es gibt ja immer quasi jede Stufe F, Jugend, E-Jugend und so weiter, hat immer dann 2 Jahre bist du in dieser Jugend. Ja. Und das heißt, du hast einmal einen jüngeren Jahrgang und einen älteren Jahrgang. Ja, richtig, genau. Du nimmst deinen besten, eigentlich im besten Fall mit. Ne? Ja. Ja. Und im jüngeren Jahrgang, als ich jüngerer Jahrgang war, sind wir immer aufgestiegen. Mhm. Ja, ich rede gerade über mein Leben. Ist das ein Problem? Und wenn ich älterer Jahrgang war, sind wir immer abgestiegen. Schade. Jedes Jahr das Gleiche. Hin und her. Aufgestiegen, abgestiegen, aufgestiegen, abgestiegen. Was für eine Aber das hat mich vorbereitet aufs Leben, diese Achterbahnfahrt. Ja. So, ne? Und jetzt würdest du sagen, es hat dich geprägt? Es hat mich geprägt und es hat vor allen Dingen dafür gesorgt, dass wir jetzt Werbung machen. Oh, man macht innerlich keinen Sinn, aber die Überleitung ist jetzt muss nicht passen. In sich konkludiert. Ja. Ja. Werbung, bis gleich. Ciao. Ready. Oder? Always ready. Hallo Leute. 2 Sterne. Schön, dass ihr wieder da seid. Revi und ich haben uns gerade ein neues Team ausgesucht und wir sind hier bei Always Ready hängen geblieben. Ja. Das ist eine 2-Sterne-Mannschaft aus Südamerika. Amerika. Aus Car. Car. Ja. In wo auch immer. Die haben schöne Trikots und wir kennen die Mannschaft überhaupt nicht, deswegen gucken wir auch gar nicht erst rein, sondern machen direkt Let's Go. Achso, du musst noch kurz laden bei dir. Ich bin gerade dabei. Oh, Lampe spielt im Tor. Lampe. Lampe! Und Arabe rechts. Ja. Oben im Sturm hier Britos. Silva ist natürlich auch wieder dabei. Und Sanguinetti, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ja. So, los geht's mit Always Ready. Mal gucken, bist du denn Always Ready? Ich bin Always Ready. Bist du Always Ready? Es ist tatsächlich so. Sehr gut. Always Ready. Always Ready for everything. For everything. Everything. Everything? Everything. Everything. Everything ist, hast du das studiert, Everything auch? Ja. In Cambridge? Mhm, unter anderem. Ja. Ja, auch in Oxford und Cambridge. Mit wie vielen Frauen hast du bis dato geschlafen? 4. Ja, gut. Heute, oder? Ja. 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 Okay. Nee, ich sehe uns da. Ich sehe uns da wirklich. Das wird, das ist die Universitat Tecnologia Bolivia. Wir spielen bolivianisches Team. Ja, die haben Gewichtsprobleme offensichtlich. Der Typ ist ein bisschen stämmig. Oder was meinst du jetzt? Nee, also ich. Oder wie willst du sagen, der ist fett? Nein, wegen des Namens und so. Aber dumm, also man muss auch nicht. Also. Es gibt keine Gegner mit einer ehrlichen Sternebewertung wie uns. Es wird keiner mit so einem Team spielen. Ich glaube, es wird tatsächlich. Ja? Weil keiner ist so bescheiden wie wir. Wenn ihr jetzt da draußen richtig kacke in FIFA seid und auch wirklich so ein Kackteamer richtig kacke ausspielen wollt, dann ist jetzt eure Möglichkeit. Das Problem ist, die Leute müssen kein Gegner gefunden. Das ist ja so lächerlich. Keiner will gegen Always Ready. Pass auf, dann müssen wir mal einen nach oben gehen. Gibt's noch? Gehen wir zurück? Argentinos. Ja, Araguna FC, komm, versuchen wir mal. Aragua. Was haben die für schöne Trikots? Ah ja, die Sorge. Das ist das hässlichste Trikot, was ich jemals gesehen habe. Torres ist auch dabei, Perez auch. Alles Zapata. Zapata? Zapata, Perez, Torres, alles Wahnsinn. Also, ja. Also, es ist ein gutes Team. Ja, ja. Der Stürmer sieht. Alter, guck mal den Stürmer an, ey. Der ist eine Maschine, ne? Alter, was ist das für eine Maschine? Digga, der nimmt dich auseinander. Der ist, guck dir die Schenkel an von dem. Wahnsinn. Der ist nicht außer Balance zu bringen, 100 Pro. Wenn er den Ball tritt, der platzt.
Definitiv. Ja. Ja, aber das Problem ist jetzt, die Leute können nicht einfach nur versuchen zu joinen, sondern sie müssen halt einen Partner haben. Das ist ein Koop-Spiel. Das heißt, und das ist das Ding, dass keiner von unseren Zuschauern Freunde hat. Exakt. Ja, deshalb schauen sie uns ja auch. Keine, die um diese Zeit in der Lage sind, FIFA. Wie viel Uhr haben wir? 14.47 Uhr. Ja, gut, mein Chat besteht eh nur aus Arbeitslosen, von da ist das egal. Die sind immer da. Wie ist es bei euch? Mein Freund. Community. Community? Ja. Das Gute ist, wir haben viele Leute, die ausgesorgt haben. Mhm. Ihr habt viele Millionäre einfach. Ja, wir haben so eine richtig, Evaluation ja. gemacht und da stellte sich tatsächlich raus, dass fast 50% unserer Leute sind Immobilienmakler. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin aber Immobilienkaufmann, nicht Makler. Ne? Ach, ja. Oh nein, du bist sehr ausgebildet. Ah, das ist nein, wichtig, ne? Das ist ein Unterschied, ne? Ja, natürlich. Die Makler sind die Reichen und die Kaufmänner sind die, die die Arbeit machen müssen. Die Cleveren. Die. Aber kriegen Kaufmänner auch Provisionen? Das ist nicht möglich. Wir müssen unseren Top-Team wieder nehmen. Es geht nicht anders. Dann sehe ich uns bei ManU. Komm. Okay, das ist, ist naheliegend. Ja. Echt? ManU? Ja, ManU. Okay. ManU ist Wo sind die denn? Spielen die noch Premier League? Ja. Ja. ManU. Oder Man City können wir auch nehmen. Man City ist auch wieder so ein Scheich-Club. Ja, ihr seid auch sehr stark, ne? Was haben die so? Komm, nehmen wir. Komm, einfach rein. Komm, spielen. Rein. Ich glaube, Manchester City kauft Lionel Messi. Meinst du? Mhm. Geht der gerade zur Debatte, ne? Ja, der hat gekündigt bei Barcelona. Was glaubst du, wohin Boateng geht? Hier nach Bolivien. Bolivien zu Aragon. Zu Always Ready. Ja, zu Always Ready. Ja. Mhm. Ich glaube schon, dass er da hingeht. Aber tatsächlich, Messi wird tatsächlich zu Manchester City gehen, glaube ich. Und dann, wie alt ist Messi jetzt? 33. 33, schon Wahnsinn. Aber es ist nur sein biologisches Alter. Ja, ne, tatsächlich. Also der ist ja wirklich noch jünger eigentlich. Ne? Ja, der ist, also physisch ist der. Genauso wie Ronaldo halt, ne? Ja, Ronaldo ist, ja. Aber Ronaldo ist ja auch so ein Außerirdischer irgendwie. Der altert ja auch nicht. Nee, der hat auch irgendwie so ein Kryo-Schlaf. Ja, ja, genau. Mit so Raumtemperatur 13 Grad ja. Und dann Schlafrhythmus alle 2 Stunden pennen und dann aufwachen für 1 Stunde wieder pennen. Also hätte ich ja keinen Bock drauf. Muss ja auch teilweise in der Halbzeit, je nachdem wann das Spiel ist, echt jetzt? In der Halbzeit schlafen, um den Rhythmus nicht zu unterbrechen. Ja, dann schläft er in der Halbzeit immer 15 Minuten. Aber der ist wirklich so ein, der hat quasi die Lebenserhaltung so auf Maximum trainiert. Und ich kann mir vorstellen, dass der auch mit 40 noch Fußball spielt. Krass. Crazy, crazy, crazy. Okay, los geht's. Da schreibt jemand im Chat, warte, dumm quatschen können die auch was anderes. Nee. Aber der ist nicht von dir. Das ist, ich weiß nicht von welchem, nicht Trimax, aus dem Rocket-Chat, ne? Und nicht aus deinem, ich glaube, es ist ein Trimax-Chatter. Ja, ja, komm. Den zeigen wir das jetzt mal, den stopfen wir mal das Maul jetzt hier durch Qualität. Ist bereit. Schöner Pass nach hinten. Ja. Den spielen wir eigentlich. Atalanta! Mal hier Flügelwechsel. Oh, nee, das dauert zu lang. Direkt reingeschissen. Ich sehe unsere erste Niederlage. War ein Witz, sehe ich nicht. Nee, ich sehe die auch nicht. Die ist auch. Also, der Yeti ist vielleicht ähnlich wahrscheinlich wie unsere erste Niederlage. Hier, ich habe ihn abgedrängt. Gib mir den Ball. Extra so gemacht, damit wir jetzt in eine bessere Position kommen. Sehr schön. Mitte. Oder so. Ja, und direkt weiter. Habe ich nochmal gut gerettet, ne? Ja, weiter geht's. Ja, schön gespielt. Ah, die Ballannahme war nix. Kann man nicht ändern, ne? Bis dato. Mir lag's nicht. Oh. Ja, hast du. Stark! Ich sag, defensiv bist du einfach ein Tier. Musste oft unser Haus verteidigen gegen Elche. Elche und Salamander. Salzvollstrecker. Zwangvollstrecker. Achso. Ja, wir haben hinten wieder schön gespielt, das Ding. Aber den holst du dir und dann haben wir einen richtigen. Ja, ja, wie gut du bist. Nein, schön. Mann, ich weiß doch nicht, wie man schießen tut. Ich weiß es nicht. Ich bin defensiv bin ich super. Aber nach vorne raus tut's immer wieder weh. Ey, sag mal, für welche Sportarten hast du denn Fußballspielen aufgegeben? Leichtathletik damals. Wirklich? So irgendeine spezielle Disziplin? Leichtathletik und wo spielt denn der nicht? Was bist du? Ja, musst du dich einmal antanzen lassen. Oh. Nochmal. Und was, also was im Speziellen irgendwas? Eher so Laufen oder? Laufen und Weitsprung und sowas, ja. Geil. Warst du da richtig gut? Nochmal nach hinten, ne? Ja, ist wichtig. Wahnsinn. Das ist geil, wenn man nicht weiß, was man macht. Was muss ich machen? Ah, oh, abseits, schade. Da hättest du jetzt dann einfach nochmal querpassen können. Ja, ja, klar, wollte ich ja. Ja, aber war leider abseits. Zum Torwart, oder?
Ja, nee, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt. Ja, herrlich. Egal, Ecke ist manchmal auch besser für uns, weil dann können wir kontern. Alter, wie geht der denn an mir vorbei? Jetzt. Geil. Huch. Wollte ich kurz raus. Weiß, ja, ist wichtig. Das sind die Fans. Sie haben den Ball gefangen, hast du gesehen? Ja. Penner. Aber dürfen die nicht behalten. Die sind ja sehr pinsig mit beim. Oh, das hat er gut gemacht. Das ist leider nicht mehr zu verteidigen. Guter Move gewesen. Hast du Scheiße gebaut, ne? Ich habe Scheiße gebaut, ja, ich habe mich abkochen lassen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die so einen Move können. Das mit R1 und dann nach hinten. Okay. Ja, das ist doch nicht wahr. Problem. Und diese macht er die ganze Zeit. Oh, oh, oh. Ah, stark hier. Komm, nach vorne, Timo. Ah. Da wolltest du so schnell zurückpassen, ne? Ja. Hammer, hammer, hammer. Geiles Gekicke. Ja, wunderschön einfach. Struktur im Spiel, klarer Plan erkennbar. Ja, so läuft's. Gut. Oh, was war das da? Hättest du nach vorne passen müssen. Ja, ich wollte mal richtig einen schießen, aber das war nicht möglich. Oh. Hast du? Stark. Was machst du denn? Ja. Also das ist ja nicht... Das ist nicht feierlich, ne? Stark. So, jetzt haben wir mal Platz. Oh. Wie schieße ich denn? Ja. Er war doch der hier, ne? Ja, genau. Aber ich drück drauf, passiert nichts. Ist nicht schlimm. Was, hast du jetzt stark gedrückt? Nee, hab ich nicht. Ich mach das auch nicht. Ich frag nur mal einfach. Vielleicht habe ich doch stark gedrückt. Das ist nicht schlimm. Boah, ey, diese Drucksituation vorm Tor. Aber es ist einfach den hier drücken und dann immer sehr wichtig ist, dass du auch zielst mit dem Analogstick. Ja. Und dann immer ungefähr so, was ich zeig dir, wie lang. So. Ja. Ungefähr. Mhm, okay. Was ist das, eine halbe Sekunde oder so? Nicht mal. Okay. Lass mal jetzt diesem einen Typen, der uns beleidigt hat, nochmal jetzt zeigen, dass wir... Oh, was ist das denn? Natürlich jetzt Fairplay, das nicht zu abusen, wenn der AFK ist. Oh. Stark, alter Schwede, Junge. Du bist ein Bollwerk da hinten. Ei! Junge! Ist rot. Ja, kommt aber noch Ball weg. Alejandro. War aber auch ein Alejandro. Faul. Hier, langer Ball. Direkt abspielen. Hat er sich geholt. Habe ich den verloren? Ich nicht. Ja. Natürlich in einer schwierigen Situation. Boah, das war leider nicht schlecht. Abseits. Durch, oder? Mhm. Nee, nicht mehr abseits gewesen. Digga, wieso mache ich das? Ich weiß nicht, aber ist noch nichts passiert. Er will ja zu viel rumhampeln, selber schuld. Er wollte zeigen, dass er seinen geilen Trick kann. Wollte er machen, ne? Ja. Den hat er jetzt einfach so, er kann nicht mehr ohne diesen Trick leben. Ja, stark. Stark. Ja. Ja. Alter, das war ja traumhaft. Das war ja einfach so traumhaft. Stark, Digga. Sehr stark. So läuft das. Sehr, sehr stark. So, wo ist der Typ jetzt, der uns geärgert hat? Ich sehe ihn nicht mehr. Ey, der wurde ja schon gebannt hier. Richtig toller Pass, da muss ich nur noch die Innenseite reinhalten. Ne? Einfach nur hin. Toll. Guck mal an. Fernandes. 1-1. Schau mal, jetzt sind die richtig konsterniert. Das siehst du mal daran. Wie lange die sich Zeit lassen beim
Anstoß und so. Wem seine Mutter sagt gerade so die Hausaufgaben. Nein, Mama, wir haben die nicht. Mach der Hausaufgaben, los. Du Sau. Muss kriegste Konsolenverbot. Aber sowas von. Natürlich muss das ein Ostdeutscher sein, klar. Ich kann halt keinen anderen Dialekt, also ich kann nicht mal wirklich Ostdeutsch, aber ich kann so eine pervertierte Art von ostdeutschem Dialekt. Und mehr kann ich nicht. Nee, der steht doch keiner. Das kann doch nicht sein, dass der immer damit durchkommt. Das ist peinlich, was der hier macht. Guck mal wieder hier. Das ist doch kein Foul. Was war das denn? Weil der so ein Krümel ist, der direkt umfällt bei jeder Berührung. Deswegen. Schön, ja, erstmal die Passwege zu machen, dass er niemanden anpassen kann. Ja, guck mal, lächerlich. Überhaupt keine Gefahr. Versuchen wir mal ein bisschen noch einmal nach vorne zu kommen. Da stand keiner, ne? Das ist nicht schlimm, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Lauf nach vorne. Ah, das war. I'm on my way. Oh. Yes. Da hast du ihn. Ah, das ist schön. Also, schön. Aber doch, können wir zufrieden sein. War gut, oder? Kurs, 3 Siege in Folge. Das ist ganz stark, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind ja schon ganz stark am Rasieren, auf jeden Fall. Hättest du gedacht, dass du das so gut kannst, das Spiel? Ich bin nicht gut. Ja, aber du bist ja deutlich besser, als die Erwartungshaltung ist. Das stimmt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut hinbekomme. Ja. Ich glaube, wenn ich mich jetzt damit. Das ist bei mir immer so, wenn ich mit so ein paar Dingen auseinandersetzen würde, dann würde es auch funktionieren. Ja. Aber dann mache ich lieber doch andere dumme Sachen, ne? Das ist einfacher. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Drogen nehmen und sowas halt, ne, klar. Muss man sich damit nicht auseinandersetzen? Kommt immer drauf an, wie locker man das nicht, ne? Aber also ist das die Gefahr jetzt, nimmst ja Crack. Ist jetzt zum Beispiel im Fall von Crack, ist das egal, wie viel du davon nimmst? Glaub schon, oder? Oder also, ich denke schon. Denk mal nicht, dass es da eine tödliche Dosis oder sowas gibt. Ja, kann man nur von Crack überhaupt sterben oder kann man nur ein bisschen dümmer von werden? Ich glaube generell, dass Drogen nicht gefährlich sind. Ne? Und dass man davon auch nicht sterben kann. So, wir clarifieren das jetzt nochmal ganz kurz hier, bevor jetzt irgendjemand das falsch versteht. Das war Ironie. Und das meinen wir nicht ernst. Drogen sind gefährlich und man kann davon sterben. Und zwar relativ schnell sogar. Deshalb lasst es einfach. Ne? Man muss das ja nochmal. Wir haben Trimax-Zuschauer dabei. Deshalb. Ja! Komm jetzt hier! Weg da, du kleines Arsch! Gib mir den Ball! Der hol ihn hier noch! Ja! Nein! Jetzt! Ich bin schön im Abseits, komm! Jetzt! Nein! Wieso hält er den denn auf? Aha! Eine knappe Kiste. So. Oh, ja, schön. Krieg ich den noch? Nee. Ach, aber der gelbe, der grüne an der Linie. Ich laufe wieder vor und direkt. Ah, zu spät. Ja, aber so geht auch. Machen wir mal Seitenwechsel hier. Da ist nämlich richtig viel Platz. Mach ihn. Oh, das wäre so geil gewesen, wenn ich mal ein Tor geschossen hätte. Ja, aber fast. Richtig knappe Kiste. Oh, ich habe nie in meinem Leben ein Tor geschossen bei so einem großen Spiel. Also, aber noch nie so ein Spiel gespielt halt. Ne? Alter, das ist der Torwart? Jetzt machen die nämlich so einen Scheiß. Das ist immer so. Jetzt wollen die so tun, als wenn die spielen ja nicht richtig und so. Eigentlich würden sie ja locker gewinnen, wenn sie richtig spielen würden. So, das ist jetzt genau das, was sie jetzt einem zeigen wollen. In so einem Scheiß. Echt jetzt? Ja, so sind die FIFA. Die haben alle kein Selbstwertgefühl. Opfer, ja, wirklich traurig dann. Jetzt schmeißt er sich dann auf den. Oh. Ja, Hand, ne? Und alles. So, komm, Leute. Na, da kommt mir mal einer entgegen hier, weil er kommt kurz, ne? Schönes Aufbauspiel. Machen wir gut. Sehr schön. Ah, Mist, wenn der durchkommt, haben wir Platz. Lauf ihn an. Stark. Ja, einfach mal weg damit. Ja, aufgehalten. Wisst ihr, Hauptsache, dass er nicht durchkommt. Es muss schon noch ein Sieg werden, finde ich. Ja, natürlich wird das ein Sieg. Ganz easy. Komm, press den Tod. Haben wir. Schlecht gespielt von mir. Warte, nicht der aufmachen? Ja. Stark. Yes! Da habe ich reagiert, oder? Hast du richtig gut reagiert. Reagiert. Auf der Linie, ey. Aber ich komme nicht mehr ran. Ah, stark.
gut gemacht. Eieieiei. Außer, ja, raus die Pille. Guck mal, jetzt haben sie Angst. Guck mal, jetzt machen sie nur Quatsch, ne? Meine ich. Wie er mich abfacken will. Ja, ja. Super unangenehmer Spieler. Dass man als mit 10 Jahren schon so scheiße sein kann. Muss ja ein 10-Jähriger sein. So. Ja, die müssen ja früh anfangen. Wenn ich das glaub, ein Erwachsener ist, dann ist es wirklich peinlich. So oder so. Ich glaube, das Charakter zeigt sich auch schon in frühen Jahren. So. Ja. Das verstärkt sich dann nochmal. Oh, brauche ich mal ein bisschen Hilfe. Ja, sehr gut. Nochmal. Ja, ah, oh, schade. Stark! Dein Stellungsspiel da hinten, da. Wie eine 1. Zack, zack. Ein Tor muss noch fallen. Ja, das machen wir noch. Oh, das war aber auch Pech, dass der bei dem landet da oben, oder? Robin Gosens. Der ist eingeladen für die Länderspiele gegen Spanien und Österreich. Ja, das holen wir noch auf. Guck mal, jetzt feiern die sich voll ab, ne? Das siehst du auch immer, dass sie alles sich angucken. Und nicht wegdrücken. So, ich muss Anschluss machen. Machen wir jetzt noch. Krieg ich nicht mehr. Doch, krieg ich noch. Nee. Jetzt haben sie natürlich Zeit. Mann, du Ekeliger. Reicht es aber mit deinem Rumgekicke hier, wirklich. Peinliches Kind. Wird mal wachsen jetzt hier, Alter. Spiel mal richtig Fußball. Ja. Bin hinter dir. Ja. Oh, was, wie hat der mich da noch eingeholt? Wollte ich ihn dir noch rüberlegen. Klarer Schlagerkonter hier. Ja, aber die machen sie nicht rein. Okay, es war doch, doch reingemacht. Ich habe es falsch kommen sehen. Aber Rashford hat auch nicht gespielt. Das, daran lag's. Ja, komm, lass den Typen auch mal was holen, weißt du? Der ist halt eh ein Loser so. Der braucht das mehr als wir. Ja, eben. Uns geht's ja gut. Wir sind wie so Dealer der Gefühle. Wir dealen, also wir geben dem gerade umsonst Dopamin. Dopamin. Genau. So. Aber nächstes Mal kostet das aber. Das erste Mal ist umsonst, wenn man das halt macht. Kleine Sau, du. Lieber noch mal ein bisschen defensiver, weißt ja. du? Ja, ja, ist gut. Komm hier angewinselt. So ein peinlich schlechter. Ah, oh, hätte ich fast was gehabt. Was ist das? Was machen die denn da? Wollen die es verhöhen? Spiel auf Zeit. Ja. Ich will das Ding unbedingt nach Hause nehmen. Ja, ne? Wir können vielleicht noch eine Chance ergattern. Ah. Oh, okay. Gut, man muss sich auch mal geschlagen geben. Ne? Ja. Mein Gott, der arme Leider. Mann. Leider. Ne? Ich muss mal eben gucken, ob wir. Ich glaube, sind wir schon am Ende, oder? Ja, der darf auch mal gewinnen. Der darf auch mal gewinnen. Wir sind am Ende. Das war ein großer Spaß. Das war geil, oder? Ja. Darf ich finde, noch mal kommen? Du musst noch mal kommen, weil du hast so viel Potenzial gezeigt, um das jetzt nicht weiterzuführen. Das wäre so, als wenn Luke Skywalker quasi Yoda einmal Hallo sagt, dann lernt er den ersten Trick und dann kommt er einfach nicht wieder. Und sagt, boah, das ist mir zu dumm, ich gehe doch lieber saufen. Sowas. Ja. So, das wäre dann auch nicht episch. Deswegen musst du in jedem Fall weiterkommen. Wiederkommen. Wir machen jetzt ein bisschen Werbung, meine Damen, dann geht's hier weiter. Im Gamevasion-Programm. Und zwar mit? Mit, das weißt du.
Shit, ich dachte, du weißt das. Nein, nein. Ich weiß auf jeden Fall, nachher kommt noch Hamburg versus Spandau. Ja, Trimax kommt auch noch hier hin. Trimax kommt, das da gibt's noch Nerdquiz nachher. Ja, und da jetzt, bist du dabei, ne? Ja, da bin ich dabei. Und jetzt direkt im Anschluss. Regie. Warte, ich guck mal eben. Auf gamevasion.de. Leute, wenn ihr das auch nicht wisst, geht ihr auf gamevasion.de. Sag's einfach laut. Minecraft. Dankeschön. Ah, mit mir auch, ne? Geil. Bad Wars, Minecraft, ja. Mit Trimax. Leute, bleib geil, Mann. Bis gleich. Ciao. Mega, Werbung. Minecraft. Geil. Bis später, Peter.